persönliches Highlight, wo heute diese Superkraft, die es braucht, um die SDGs zu erreichen. Und dieser Gedanke, wie fühlt es sich an für mich, wenn es allen gut geht? Dann fühlen sich alle gut, und das jemandem mit einer Superkraft zu zeigen und das nicht nur im Kopf zu sagen, es wäre super, wenn es allen gut geht, das ist, glaube ich, mein persönliches Highlight, das irgendwie so ganz tief eingedrungen ist. So, wie ist es, wenn es allen gut geht, und wie fühlt man sich dann? Es war natürlich besonders, dass ich Theater spielen durfte, weil das liegt mir und das mache ich sehr gerne. Und wenn ich für sowas einen Raum bekomme, bin ich begeistert. Nein, es hat viele Highlights gegeben. Also es ist ganz schwer, eigentlich ein Ganzes irgendwie herauszuheben. Nein, also das, was eigentlich schon klasse ist, ist auch zum Beispiel bei den Essen mit den Leuten, mit unterschiedlichsten Leuten zu quatschen. Mir hat Nachtspaziergänge, habe ich ein paar gemacht, die haben mir sehr taugt. Und um auch sozusagen das, was ich gehört habe, zu verarbeiten. Ja, das war sicher gestern der Theaterworkshop und am Abend die Aufführung. Ich war vorher schon etwas innerlich aufgewühlt, weil ich wusste, wie es mir nachher geehrt wird. Und das Ergebnis war für mich, jetzt verwende ich einen Begriff, den ich sonst nie verwende, aber für mich war das einfach saugeil. Jetzt ganz einprägsam eigentlich von diesem Workshop, den ich gemacht habe in Richtung Frieden mit sich und mit anderen schließen. Drei unterschiedliche Aufgaben für die Gruppen. Sie mussten die Sessel unterschiedlich anordnen. Keiner wusste von den anderen, wie sie die Sessel anordnen sollen. Zum Beispiel die einen im Kreis, die anderen umgelegt, die nächsten Rücken an Rücken. Und es war echt spannend, wie sie zuerst alle wirklich drauf stürzen, ihres ausführen wollen. Wie sind wir mal verzweifelt? Zurücktritt, nachdenkt, zuschaut und wirklich eine Lösung gemeinsam findet, ohne zu sprechen. Und im Endeffekt, alle drei Gruppen haben ihr Ziel erreicht. Und das war jetzt für mich eigentlich gerade ein riesiges Aha-Erlebnis. Musik.